Hey. Eine Krawatte? Hey, Bob. Justus. Hm? Da warten schon zwei Männer auf dem Flur. Ja, das klärt sich gleich, Peter. Los, komm. Guten Tag. Warten Sie auf die Testamentseröffnung von Mr. Schrieber? Wer seid ihr? Was geht euch das an? Was habt ihr hier zu suchen? Justus Jonas, Peter Shaw Hallo. Und Bob Andrews. Wir sind von der Notarin eingeladen worden. Warum das denn? Was habt ihr mit meinem Schwiegervater zu schaffen? Verschwendet. Bitte? Mal. Wir haben hier einen Termin und gedenken, ihn wahrzunehmen. Es tut mir leid, wenn Ihnen das nicht gefällt, aber wir... Mr. Andrews? Ja? Mr. Dempster? Mhm. Mr. Jonas? Ja? Mr. Mason und Mr. Shaw? Ja. Guten Tag. Mein Name ist Carla Fenton. Bitte kommen Sie doch herein. Danke. Wie? Sie haben diese Jungen eingeladen. Was für ein verdammtes Spiel wird hier gespielt? Diese Jungen wurden im Testament Ihres Schwiegervaters explizit genannt, Mr. Dempster. Bitte kommen Sie doch herein. Es wird sich alles klären. Dankeschön. Danke. Setzen Sie sich doch bitte. So. Drück mal ein Stück. Ich begrüße Sie zur Testamentseröffnung des verstorbenen Mr. Harry Schrieber. Mhm. Sie alle wurden im Testament von Mr. Schrieber namentlich aufgeführt. Mhm. Ich verlese nun das Testament in seinem genauen Wortlaut. Gut. Ich, Harry Schrieber, verfüge im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte Folgendes. Meinem Sekretär Frank Mason vererbe ich als Dank für seine treuen Dienste $1,000, die ihm bei der Testamentseröffnung bar auszuzahlen sind und die ich diesem Umschlag beilege. Danke für deine Hilfe, Frank. Mein Haus und mein gesamtes restliches Barvermögen vererbe ich, weil es ja verdammt nochmal sein muss, meinem Schwiegersohn Miles Dempster, der das Geld bis zur Volljährigkeit meines Enkels gefälligst anständig zu verwalten hat. Außerdem bekommt er die gesamte Möblierung des Hauses und allen Plunder, den ich in den letzten Tagen zusammengetragen habe. Viel Spaß beim Entrümpeln, Miles. Vielleicht ist mein Sekretär Frank Mason bereit, dir bei der Organisation zu helfen. Er ist ein Genie in solchen Dingen. Ach. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews vom Detektivbüro Die drei Fragezeichen aus Rocky Beach vererbe ich den Inhalt des beiliegenden Briefumschlags. Detektivbüros? Was ist das denn für ein Blödsinn? Und was ist das für ein Umschlag? Ich will sehen, was da drin ist. Nein. Ausgeschlossen. Wenn die Jungen Ihnen den Inhalt zeigen wollen, ist das eine andere Sache. Aber er gehört nicht zu den Dingen, über die Sie verfügen können. Das werden wir ja sehen. Ich sage Ihnen eins, Mädchen. Ich bin daran gewöhnt, meinen Willen durchzusetzen. Ist das klar? Mr. Dempster, ich bin Notarin und nicht Ihr Mädchen. Und Ihr Wille interessiert mich erst, wenn es Ihr letzter ist. Nehmen Sie das Erbe an oder nicht? Das muss ich ja wohl, wenn es für den Jungen ist. Ja, ja, schon gut. Sie da, Mason. Sie kriegen den Auftrag, den gesamten Krempel aus dem Haus zu verkaufen. Haben Sie gehört? Für Sie, Mr. Mason, Dempster. Ich war der Sekretär Ihres Schwiegervaters. Das macht mich nicht zu Ihrem Leibeigenen. Aber das... Das ist ja... Also, mir reicht jetzt! Das war ja ein richtig erfreulicher Zeitgenosse. Ja, so etwas kommt leider immer wieder vor. Also, hier ist euer Briefumschlag. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Danke. Beeil dich mal. Na, Justus? Dann sag schon. Haben wir eine Million geerbt? Nein, keine Millionen, sondern ein Rätsel. Was? Wie, ein Rätsel? Ja. Hört zu. Liebe drei Fragezeichen, wahrscheinlich werdet ihr trotz eurer unbestreitbaren Berühmtheit nicht oft zu Testamentseröffnungen wildfremder Leute eingeladen. Aber ich habe von meinem Freund Ben Peck, der ja Peters Großvater ist, viel Gutes über euch gehört und glaube, dass ihr die Richtigen seid, um einen Fehler wieder gut zu machen, der vor vielen Jahren begangen wurde. Es wird allerdings nicht leicht. Um meine Feinde zu verwirren, verberge ich meine Hinweise in diesem Rätsel. Ein Rätsel? Darf ich es vorlesen? Ja. Danke. Den Anfang macht, was einst geflogen, doch wurde leider viel gelogen. John Fisher gab sie achtlos fort, doch liegt sie immer noch im Ort. Maruthers gibt zu meinem Kummer sie euch zurück, nicht ohne Nummer. Was? Der zweite Code, er liegt bereit,
in dem Etui unter der Zeit. Habt ihr den Gegenstand entdeckt? Nehmt das, was in ihm versteckt. Liest du mal weiter. Fragt Ismael nach Moby Dick und geht den Weg, den er euch schickt. Mhm. Euch gebe ich meine Schuld zum Erbe, damit ich nicht ganz ehrlos sterbe. Doch warne ich euch mit Bedacht, nehmt vor Rashura euch in Acht. Mhm. Und dann steht hier noch irgendwas, Zahlen. 1, Doppelpunkt 98, Strich 77, Strich 74. Hm. Ja, geht ja noch weiter, ne? Ja, ja. Anne, ich hoffe sehr, dass ihr es lösen könnt. Wenn ihr etwas nicht versteht, zögert nicht, euch an Frank Mason zu wenden, der mein vollstes Vertrauen besitzt. Ich weiß, ihr werdet das Richtige tun. Ich danke euch, Harry Schreiber. Tja. Ja, das war's. Ein Rätsel? Na, großartig. Ich verstehe wieder nur Bahnhof. Das sind doch mal wieder die besten Voraussetzungen, oder? Ihr seid wirklich Detektive? Mhm. Allerdings. Hier, Mr. Mason. Unsere Karte. Aha. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Das bin ich. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja, das bin ich. Sehr schön, sehr schön. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Interessant. Was bedeuten die 3 Fragezeichen? Das ist unser Markenzeichen. Das Fragezeichen ist das universelle Symbol des Unbekannten. Es steht für Rätsel, ungelöste Fragen und Geheimnisse, die wir untersuchen. Und wir haben schon eine Menge Rätsel gelöst. Und ihr meint, ihr könnt auch das Rätsel lösen, das euch Mr. Schreiber hinterlassen hat? Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Mhm. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, das uns weiterhelfen könnte, Mr. Mason? Als Sekretär von Mr. Schreiber müssten Sie doch eine Menge über ihn wissen. Nun, vielleicht weiß ich wirklich etwas. Aber wie wäre es, wenn wir das bei einem Eis besprechen? Oh. Ja, ich lade euch ein. Schließlich habe ich gerade eine Erbschaft gemacht. Das stimmt. Ja. Viel Spaß. Na, wie sieht's aus, Bob? Ach, hör auf. Schon irgendwelche Rechercheergebnisse? Nein, leider Fehlanzeige. Also gut. Nehmen wir uns das Flugzeug noch einmal vor. Der Briefumschlag war ja so angebracht, dass wir ihn sofort sehen mussten. Ja, aber ja. Vielleicht hat Mr. Schreiber ja noch mehr Hinweise hinterlassen. Könnte sein, ja. Moment. Ja, Justus Jonas von Justus, den drei... Hier ist Frank Mason, der ehemalige Sekretär von Mr. Schreiber. Hallo, Mr. Mason. Ist Ihnen noch etwas eingefallen? Oder können wir Ihnen bei etwas helfen? Nun, du hattest doch gesagt, ich solle euch anrufen, falls etwas Ungewöhnliches passiert. Für wie ungewöhnlich hältst du es, dass ich hier in Mr. Schriebers Wohnzimmer auf einem Einbrecher sitze? Was? Ja. Wie bitte? Das finden wir auf jeden Fall bemerkenswert. Sehr schön. Halten Sie ihn fest, wir kommen sofort. Haben Sie die Polizei schon... Nein, keine Polizei. Ich wollte euch erst etwas wichtig... Lieber Himmel, da ist noch einer. Ich kann nicht weiter... Kommt schnell! Hilfe! Ja. Mr. Mason! Wir kommen sofort! Mr. Mason? Mr. Mason! Hallo? Hallo? Justus, da ist was Schreckliches passiert. Los, Kollegen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ja, los, kommt. Kannst du mir glauben, dass mir das auch nicht gefällt? Wie sahen die beiden Männer denn aus? Weiße. Etwa Anfang oder Mitte 30. Sie trugen schwarze Sachen. Hm. Und da war noch etwas. Ich weiß nicht, was es war. Mr. Mason. Ich kann mich nicht erinnern. Mir ist so komisch. Mr. Mason? Hallo? Mr.
Mr. Mason, was ist denn los? Sind Sie in Ordnung? Sein Kopf ist zur Seite gekippt. Er reagiert gar nicht mehr. Er ist bewusstlos. Ich hol Hilfe. Ja, Mr. Mason. Schwester! Schwester, schnell! In Zimmer 17 stimmt was nicht. Mr. Mason braucht Hilfe. Ich komme. Mr. Mason. Ich fühle seinen Puls. Oh nein! Schwester, was ist mit ihm so? Sagen Sie doch etwas. Heather, was ist los? Atemstillstand. Er muss sofort auf die Intensivstation. Oh Gott, warte. Ich nehme das Bett. Macht Platz, Jungs. Ich hole den Fahrstuhl. Das war doch die ganze Zeit in Ordnung. Bis diese Krankenschwester ihm diese Medizin gegeben hat. Ja. Und ich, Trottel, habe mich noch gefragt, warum die Handschuhe getragen hat. Wir müssen den Ärzten sagen, dass er vergiftet wurde. Kommt! Ja. Halt! Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Gerade ist ein Patient hier herausgebracht worden, auf die Intensivstation. Frank Mason. Er ist vergiftet worden. Eine falsche Krankenschwester hat ihm etwas zu trinken gegeben, genau, während wir dabei waren. Ja, vorher ging es ihm gut, aber dann verlor er plötzlich das Bewusstsein. Um Himmels Willen. Noch nicht zu spät. Schwester Michaela? Telefon auf 16. Schwester Michaela, Telefon auf 16. Unter Wasser war es ebenso grau und trostlos wie darüber. 20 Meter unter ihnen ragte eine gigantische Masse aus Stahl empor. Das Heck der Leviathan. Die drei Detektive schalteten ihre Lampen an und schwammen zum Schiff. Schon bald erkannten sie das Loch in der Außenhülle, von dem Ned gesprochen hatte. Es war groß wie ein Garagentor. Dahinter lag ein kleiner Raum, dessen Tür offen stand. Sie tauchten hinein. Immer tiefer ging es in das Wrack. Ein Barracuda schwebte bewegungslos in einer Ecke. Aber der Fisch rührte sich nicht und schien die drei Detektive nur zu beobachten. Zwei Räume weiter fanden sie den Safe. Er hing wie ein viereckiges Schwalbennest in etwa 3 Meter Höhe an einem Stahlträger, wie Ned es beschrieben hatte. Vorsichtig drehte Justus an der Zahlenscheibe und stellte die Kombination ein. Die Tür ging auf. Der erste Detektiv griff hinein und zog einen Lederbeutel und einen Briefumschlag hervor, den er sofort unter seine Neoprenjacke schob. Dann tauchte er zu Bob und Peter zurück und öffnete im Schein ihrer Lampen den Beutel. Darin lag ein pflaumengroßer, goldroter Stein, dessen Facetten das Licht der Taucherlampen einfingen und das Wasser um ihn herum in reines Feuer verwandelten. Sie hatten den Stern von Kerala gefunden. Plötzlich glitt von hinten blitzschnell ein Taucher heran und riss den Stein an sich. Die drei Detektive fuhren herum und erblickten 2 weitere mit Harpunen bewaffnete Froschmänner. Während sich der eine Taucher mit dem Saphir davonmachte, hielten die beiden anderen die Detektive mit gezückten Waffen in Schach. Dann machten sie unerwartet Kehrt und verschwanden im Trüben. Es dauerte einige Sekunden, bis sich die drei Jungs aus ihrer Starre gelöst hatten. Doch dann traten auch sie den Rückweg zur Wasseroberfläche an. Das waren also doch die Leute von Rashura. Wo ist denn das Boot? Was? Das gibt's doch nicht! Ned! Der Kerl ist abgehauen! Seht euch mal den Himmel an! Ach. Wir müssen an Land schwimmen. Das geht doch nicht. Es ist viel zu weit. Und selbst wenn wir es bis zur Küste schaffen würden,
würden die Wellen uns auf die Felsen schmettern. Ach, hätte ich doch nur meine Mutter gehört. So, was hat sie denn gesagt? Weiß ich nicht, ich habe ja nicht auf sie gehört.